Wieder mal hallo zusammen. Heute wollen wir etwas Bewegung in unseren Aufbau bringen, indem wir einen Motor mit dem Arduino schalten. Den können wir jetzt aber nicht so direkt anschließen wie eine LED. Besonders im Anlaufmoment braucht der Motor wesentlich mehr Strom, als der Arduino liefern kann. Außerdem benötigt der Motor mehr als die 5 Volt am Ausgang des Arduino. Wir brauchen deshalb eine gesonderte Stromversorgung und eine Treiberstufe zur Ansteuerung des Motors. Dazu reicht ein einfacher Leistungs-MOSFET aus. Ein Endkanal-Anreichungstyp schaltet immer dann den Motor ein, wenn der Arduino auf das Gate eine positive Spannung gibt. Der Source-Anschluss kommt an die gemeinsame Masse und über den Drain-Anschluss kommt der Motor an den Pluspol einer 9-Volt-Batterie. Ganz wichtig ist die Freilaufdiode über dem Motor, die unsere Elektronik schützt, indem sie die Induktionsspannung, die der Motor erzeugt, entschärft. Auf einen Schalter habe ich verzichtet, stattdessen will ich den Motor zeitgesteuert ein- und ausschalten. Eine LED zeigt zusätzlich den Status des Motors an. Soweit die Schaltung. Das Programm bietet keine Überraschungen. Die Anschlüsse 2 und 3 bedienen die LED. Und über den Pin 9 wird der Motor geschaltet. Im Loop-Teil werden LEDs und Motor im Zeitintervall ein- und ausgeschaltet. Auf die Art können natürlich auch andere stromhungrige Verbraucher geschaltet werden. Das war's wieder für heute. Morgen geht's weiter.